Moin Moin, hier ist der Angelus und ich möchte jetzt heute in die Dark Zone hineingehen und habe da aber heute Unterstützung dabei. Der Diegel von ProNDC und er ist schwarz geworden. Ja, hallo, ja, hey. Ein bisschen dunkler als sonst. Ich dachte, hey, das ist Heli. Schwarz und weiß. Der Heli ist gerade in die Dark Zone reingeflogen, da vorne rechts. Also doch. Ja. Gerade eben kurz vor der Aufnahme, da habe ich eine Signalpistole gehört. Man kann ja da drin dann so einen Rettungsheli anfordern, der dann deinen Loot rausfliegt, damit du den sichern kannst, weil das ist ja PvP-Gebiet. Und man hört den auch noch da rein. Ja, ich dachte halt, den sieht man halt nur drinnen, aber der ist ja echt hier draußen rumgeflogen und dann abgebogen. Krass. Also ihr seht hier die Dark Zone komplett abgeriegelt, ne? Quarantäne. Da ist das... der Virus noch sehr viel aktiver als hier draußen. Also ist alles kontaminiert bis zum geht nicht mehr. Aber da drin gibt es den besten Loot im Spiel, die schwersten KI-Gegner und andere Mitspieler. Genau. Die man anschießen kann. Wenn sie rot sind, schießt sie über den Haufen. Dann sind das Rogue Agents. Das ist aber, man ist nicht geschützt. Es ist ja nicht so, dass wenn dein PvP-Modus nicht aktiv ist oder so, das gibt's nicht, ne? Mhm. Du kannst, glaube ich, immer angeschossen werden. Genau. So, erstmal noch alles. Alter, ist voll Krieg da drin. Sturmgewehrmunition und Sniper habe ich auch dabei. Ja, dann. Betrete die Dark Zone, Stufe 1 bis 7. Biogefährdung. Kontaminierter Bereich wird. Setzen wir jetzt eigentlich eine Maske auf? Nö. SHD-Neustart. Ja doch, wir haben so ein komisches... Oh, hey, komm, den schießen wir direkt über den Haufen. Nicht also, ja. Am Spawn die Leute erstmal wegholen. Einsatz abgeschlossen. Hier sind überall solche dunklen, schwarzen Folien an den Dingern. Aber du hast irgendwie nichts im Gesicht. Ich habe so ein schwarzes Ding vor der Nase und du nicht. Meine eigene sehe ich. Bei dir sehe ich auch keine. Ah, okay. Das ist ja... Ja, diese komisch. Schwarz, die fällt nicht so auf in meinem Gesicht. Hier ist noch echt noch Kriegsgebiet. Hier sieht man die Autos, die ja gegen Hydranten gefahren. Alles nass, alles ja. Kaputt. Guck mal, hier geht's runter. In die U-Bahn. Das hat man doch aus in vielen Trailern auch mal gesehen. Kosher Daily, we deliver. Die haben koscheres Essen und liefern sogar. Nice. Ja, jeden Tag. Moment you've been waiting for. Kann man sich hier auch nicht vor Samsung-Werbung retten? Hast du eigentlich irgendwo im Spiel schon mal ein Datum gesehen, zu welcher Zeit sich das hier spielt? Nee. Es gab damals auf der Gamescom, bevor wir die Alpha spielen durften, gab es so ein Video, das das erklärt hatte. Weil hier wirst du ja auch ein bisschen reingeworfen, das heißt nur, alles kontaminiert, Virus. Und da gab es so ein Video, das hat dann erklärt, dass sich der Virus, glaube ich, auch über das Geld verbreitet. Ja, das habe ich schon, in meinem ersten Video erklärt. Ja, ja, die haben die Geldscheine mit den Viren versehen. Und haben den am Black Friday, also am Verkaufstag da, freigesetzt mit dem Geldschein. Kontaminiert. Ich hab wieder eine Einladung bekommen. Ja, du stehst in kontaminiertes Gebiet. Hält deine Gasmaske das aus? Sonst steht das, glaube ich, immer dran, ne? Welche Maske man dafür braucht. Weil ich war schon mal bei einem anderen Gebiet, da stand der dran, ja, benötigst eine Gasmaske der Stufe 2 oder so. Siehst du an den ganzen roten Zeichen, die hier auf dem Boden so rumschwirren. Ich weiß gar nicht, ob es hier unten überhaupt irgendwas gibt in der Kanalisation. Ja, aber auf jeden Fall alles Teil war hardcore verseucht. Auf jeden Fall im Video drin. Da ist auf jeden Fall oben irgendwas auf der Minimap rechts von uns. Siehst du das? Ja. Lass mal da lieber hingehen. Gucken, ein bisschen Symbole lernen, glaube ich mal. Oh, Massengrab oder was? Oh. Nee, ist das über uns? Das scheint so. Ja. Was soll das? Ah, hier geht's auch schon, da geht's schon wieder raus. Straßensperre. Da ist da. Ist da eine Tür? Aber die Treppe geht ja schon wieder hoch. Was haben wir denn hier noch? Hier ist ein Gang. Bergung trifft in... Da lässt dir einer was abholen. Bergung Abholbereich entdeckt. 152 Meter. Oh, ist ganz schön weit weg. 152 Meter? Ja. Eigentlich geht das doch. Ich weiß gar nicht, muss man Loot abholen lassen oder was kann haben wir den jetzt mit die rausnehmen? Ui, Dark Zone Eingang entdeckt. Das ist wahrscheinlich der Eingang, wo wir reingegangen sind, oder? Was ist denn, wenn ich... Also kann ich mich nur gegenhocken. Ich glaube, hier unten ist jetzt irgendwie nicht so viel.
Ja, keiner traut sich hier runter, die haben alle Angst im Dunkeln. Berg und trifft einen. Oh, nur noch 54 Sekunden. Komm, wir gehen mal da vorne wieder rauf. Vielleicht kommen wir dann noch hin. Weil hier steht da 0,2 Kilometer. So in die andere Richtung, oder? Ja, wir hätten die andere Seite hochgehen müssen, glaube ich. Warte mal, öffnen. Öffnen? Ist hier drin? Ist das ein Rucksack? Da, das sind ja. Medipacks. Medipacks kannst du da rausholen aus den... Oh, okay. Da geht's auch wieder runter. Wo geht's denn hoch? Verdammt! Wir schaffen es nicht zur Bergung. Ah, sauber. Wir sind wieder sauber. Aktuelle Filterstufe sicher. Steht da. Okay. Weiß auch nicht, ob die Filter ewig halten oder ob man die noch irgendwann austauschen muss oder sowas. So mittendrin, keine Filter mehr. Verreckst mit dem besten Loot der Welt. Okay. Da ist was Rotes. Sieht da oben, da ist ein Totenkopf auf dem Radar eben gewesen. Irgendwo hier hinten. Das Blaue bist du. Okay, das bist du. Das ist, der Pfeil ist dann der Eingang zur U-Bahn. Und was ist dieser orangene Bereich da vorne, der markiert ist? Jetzt sind wir hier. Abholbereich ist das. Ach so. Ah, hier hätten wir es wahrscheinlich... Hier wäre es wahrscheinlich gewesen. Na, dann hätten wir es noch mitgekriegt. Der Timer war doch nicht abgelaufen. Da hinten ist ein Pfeil. Ist das Berg vielleicht da? Ab in ja. Den... ja, da hinten. Siehst du den Pfeil? Dreh dich mal um. Da, oh, da, hier ist da. Ein anderer Spieler. Nicht Feindsieger. Ja, ja. Ach, da hinten. Verdammt. Ja, das ist es. Aber nämlich. Hier könnte man auch abholen. Das ist gut zu wissen. Also ja, wir müssen erstmal was finden, was wir abholen lassen können. Greifen wir nur Rogue Agents an oder wollen wir selber Rogue werden? Ich meine, das wird ja den anderen angezeigt. Feindseliger Agent. Dann war das ja wahrscheinlich der Totenkopf, den ich auf der Map gesehen habe. Das könnte durchaus sein, ja. Ich höre noch den Heli. Das war hier hinten in der Richtung. Aber da vorne scheint Action zu sein. Man hört Schüsse. Ja, da ist einer am Auto. Das sind KIs. Lilane, Stufe 5. Oh, die werden abgeknallt. Aber ja, nicht von anderen Spielern. Von anderen ja. Spielern. Grün scheint ein anderer Spieler zu sein. Vielleicht nicht ganz so offen auf der Straße laufen. Da kommt er angelaufen. Ja. Achtung, er guckt uns an. Ja. Ich wundere mich schon. Er läuft weiter. Wir laufen weiter. Der Stufe 6, Menschen. Ey. Ohne Scheiß. Er hat uns die Entwickler im Entwickler-Stream. Die Archwolf, da ist ein Rogue Agent. Oh ja, ich hab ihn gesehen. Wie kommen wir denn da durch? Kommen wir hier hoch? Noch einer. Der ist 7. Oh, ein 7er. Mit uns läuft auch einer, ein 7er mit. Der ist gerade hinter dir. Scheiße, da kommen wir nicht durch. Hier. Okay. Ah, hier ist eine Tür. Da ist offen. Oh, verdammt. Ich bin markiert. Oder warst du das? Rang 2 erreicht. Achso, Alter, ist das hier voll. Guck dir das mal an. Wow, hier sind viele Leute. Wenn du jetzt anfängst zu ballern, bist du tot. Ja, warte. Ich bin, ja, mach ich deine bin Hampel, Mann. Ich bin friendly. Ich glaube, das ist das allgemeine Symbol für friendly. Ich kann auch kapitulieren. Was ist das denn? Oh, guck mal an. What? Alter! What? Bleib mal geschmeidig. Aber wieso wird er mir jetzt nicht in Rot angezeigt? Nee, ich glaube, der hat einen NPC über den Haufen geschossen. Kann das sein? Wow. Jetzt geht's ja aber los. Nee, da hinten ist ein Roter. Der ist auch schon tot. Ja, Chico Boy. Voll Action. Und wir nehmen nicht teil. Guck mal, wie viele wir sind. Der eine ist fast tot, der Rote da. Wir sollten vielleicht irgendwo... Kann man hier echt nicht aufs Dach oder sowas? Dann sniper ich die alle weg. Bis die oben sind. Ja, das wäre super. Baron Fenrir. Jetzt schneit das auch noch so, die Sicht wird schlecht. Ja. Wie kriegt man denn jetzt hier Loot? Was man abholen lassen Loot? Muss. Loot? Hier, du haust mich, da kriegst eine Schelle. Nee. Ah. Oh, alles so rot. Da vorne, da oben, da hinten. Ab so. Ja, schnell hin. Da oben. Wo? Oh. Hier, wir können ja hier drin hochlaufen. Wupp, Ausweichrolle. Na, hier geht's rauf. Helikopter im Anflug. Wir haben noch eine Stunde, wollte ich gerade sagen.
Wir haben noch eine Stunde Zeit. Okay. Guck mal, wie die alle mitkommen. Die Lootgeier. Diese Lootgeier. Wow. Okay, da oben. Gruppe Back-Objekte. Die sind über uns noch. Immer noch über uns? Warte mal, kann ich hier... Treppenhaus geht nur nach unten. Da brennt einer! Hat er einen Flammenwerfer ausgepackt? Nicht feindseliger Agent. Nicht feindseliger Agent, okay. Oder war das KI? Birgt Objekte. Wow. Was ist das denn, der KI-Gegner? Ja, ich hab ihn. Super, hey, bald Rang 3, PvP. Nicht Lazy Pub, okay. Okay, man hat da oben rechts in der Ecke jetzt zwei Balken. Einmal dein richtiges Level und einmal das Dark Zone Level. Da bin ich ja auch schon auf Stufe 2 jetzt. Das geht bis 125, ne? Das hat man im Menü sehen können. Oh ja, PvP Rang 125. Okay. Da kommt der Heli. Ja, welche Gruppe holt denn ab? Die müssen doch mal... Werden die nicht markiert? Abholung der Lieferung ist in Gang. Bisher nicht. Okay, also wir lassen ihnen gerade ihren Loot, ne? Ja, ich kann denen eine Sticky-Granate dran kleben, ey. Und alle in die Luft, ja. Guck mal, nein, ich hab mich getroffen. Ich hab die da hinten an die Wand geklebt. Hab leider keinen getroffen mit der Sticky-Granate. Einfach wirklich mal einfach die Leute da mal hinlegen und die dann in die Luft jagen. Guck mal, die standen da alle gerade zu. Ja, ja, ich wollte das auch machen, aber siehst du die schwarze Wand da hinten noch? Da habe ich gegengeschossen, ey. Ich hab keinen von denen gestickt. Schade. Wow, Berge begonnen durch Casco. 802. Noch einer. Okay, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wie schießen die dann auf? Wer ist Casco? Wer ist Casco? Stand jetzt echt ein Name dran, habe ich gar nicht drauf geachtet. Casco 802. Das ist eine. Das ist 80. Doch, das ist 802. Da, der ist links. Hier oben ist aber hier Mad Skill, der hier schon Sniper-Position einnimmt. Oh, Dark Zone-Währung habe ich bekommen. Scribbler 802. Über mir ist auch einer mit einem Präzisionsgewehr. Mit Schalldämpfer auch noch. So ein ganz feiger. Okay. Ich glaube, wenn wir sie nicht hier. Meine Sticky-Granate ist wieder aufgeladen. Oh. Wer seid ihr denn? Jetzt sneaken die aber alle hier irgendwie, ne? Links, rechts, überall verstecken die sich schon in den Ecken. Agent, ich nähere mich ihrer Position. Oh, guck mal, hier kannst du auch aufs Dach. Sehr cool. Da unten ist auch wieder so eine kontaminierte Zone. Normalerweise hat man doch in den kontaminierten Zonen den geilen Loot. Oder? Ja, ja, stimmt. Das muss man ja dann rausbringen und dann erstmal wieder kontaminieren lassen, damit es abgeholt wird. Oder so ein Bist du jetzt wieder runtergegangen? Ja. Ich komme gleich nach. Trifft ein. Ich töte erstmal den Hubschrauber, dann komme ich nach. Oh, die stehen wieder da. Schießt du sie über den Haufen? Bam, Junge! Ich hab ihn fast gekillt. Ich hab ihn die Sticky voll rangeklebt, aber er hat nur halbes Leben verloren. What? Und jetzt läuft er weg. Er rennt? Ach, da komm. Ist er! Casco, du schießt ihn ja voll gerade über den Haufen. Aber der ist Stufe 7. Der stirbt nicht. Der schießt mich über den Haufen. Was geht denn mit dem? Ja, der hat mich voll kalt gemacht. Shit. Er ist zwei Levels höher als ich. Ich hab den. Wow, ich, der hatte weniger als die Hälfte Leben. Ich schieß zwei Magazine mit der M4 auf ihn und er stirbt immer noch nicht. Der schießt mich einfach mit der Pumpe wo weg. Wo bist du? Wo bist du? Bin ich eigentlich, Bro? Ich weiß nicht. Ich lieg hier rum und da steht, sie sind als Abtrünniger gestorben. 5, 3 Sekunden noch und dann passiert irgendwas. Okay. Der hat mich mit der Schrotflinte M8 170 gekillt. Und das war übrigens Casco. Position verraten. Der Versuch, kontaminierte Beute zu bergen, verrät andere Agenten ihre Position. Hüten sie sich vor Abtrünnigen. Ja, ich war das. Ich kann jetzt nur noch Neustart drücken, dann bin ich, glaube ich, wieder am Eingang, ne? Aber Casco? Mhm. Ja?
Ja, der ist jetzt wieder 86 Sekunden lang, ist er. Ich sehe das. Sein, ja, aber da läuft ein Timer ab bei ihm. 80 Sekunden noch, ja. Schießt er gerade auf dich? Ja. Jo. Oh. Nein! Ja. Shit, Alter, der frisst so viel. Ja. Checkpoint, 0,3 Meter oder 183 Meter? Wo kommen wir da gleich hin? Ich warte mal, bis bei dir der Timer abgelaufen ist. Ich bin auch beim Checkpoint. 0,3 Meter. Bei welchen? Welchen hast du genommen? Den Z01? Ja, ich nehme mal Z01. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Der Kerl, der schießt mich einfach so über den Haufen. Ich dachte, ich krieg den noch tot, weil ich habe den mit der Sticky-Granate die Hälfte Leben abgezogen. Und dann schieße ich mit der M4 drauf. Dachte, ich töte den mal locker. Ach so, ey, jetzt sind wir wieder hier. Ja, hier spawnt man spawnt immer in so einen Eingang wieder. Dann. Ich weiß ja nicht, wie groß so eine Dark Zones sind, wenn man dann so viel latschen muss. Ach, du bist schon durchgegangen, ne? Ja. Jo. Dun, 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 dun. Jetzt ist Nacht. Chico Boy, die Widowmaker hat Chico Boy. Eben wollte ich sagen, warum sind die ganzen Häuser eigentlich immer so stark beleuchtet? Und dann geht das einfach aus. Die können Gedanken lesen. Okay, das ist Abholzone. Also, da waren wir hier eben auch, ne? Hier. Genau, da kamen wir her. Also wir sind wieder am Ausgangspunkt. Also in der Richtung sind Rogue Agents. Naja. Wenn hier so wenig Leute sind und so, warum ist eigentlich immer noch alles so heftig beleuchtet? Das ist eine gute Frage. Weil die Videospielspieler sonst nicht sehen. Ist das nicht Realismus? Dass ja, man kann ja Lampen benutzen oder so an den Uniformen, weißt du? Wow! Yo, was ist bei dir verkehrt? Unstobubble. The Arctic Wolfie. Wally, Wolfie. Was ist denn da drin? Das ist eine kontaminierte Zone, da, ja. Die reingucken. Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Okay, mein aktueller Filter ist sicher. Also, das konnte nur der kleine Bereich. Guck mal, weil die haben hier eine Truhe. Aber die kann ich nicht öffnen. Mein Dark Zone Rang ist nicht hoch genug. Ach. Okay. Muss man diese Zone einfach nach diesen roten Gebieten durchsuchen? Und da stehen dann Kisten. Muss man gucken, welche man mitnehmen kann. Ich glaube, irgendwie so in der Richtung, ja. Ich dachte, hier gibt es vielleicht auch mehr von diesen KI-Gegnern mit irgendwelchen Elite oder so. Das ist ja Chinatown, ne? Ja, cool. Oh ja. Ich hätte mir doch einen Asiaten machen sollen, ganz ehrlich. Der wird sich hier heimisch fühlen. Wahrscheinlich auch besser auskennen als ich mich. Hier ist wieder ein Dark Zone. Aber die Steuerung, die geht echt locker von der Hand. Man muss sich ein bisschen eingewöhnen, aber wenn man zum Beispiel Gears of War oder so gespielt hat, dann kommt man damit ganz gut klar. Ach so, ich glaube, der blaue Balken, das ist Filter, kann das sein? Ah ja, da sehe ich den jetzt. Mhm. Über dem Lebensbalken. Hier ist die Kiste. Mit der kann ich aber gar nichts machen. Hm. Aber der Luftfilter bewegt sich jetzt also nicht so. Ja. Das kontaminierte Gebiet. Die sind ja richtig viele von diesen. Ja. Da hat auch wieder einer oben drauf hier was gerufen. Da unten, der Lila, das ist ein NPC. Guck mal. Ah ja, den kann ich wegsnipen. 90% Headshot-Schaden. Jo. Oh. Achtung, noch einer. Baseballschläger. Oh, den habe ich. 1700 Schaden? Rang 3! Rang 3! Und du auch, ja, da ist einer.
Okay. Sehr gut. Hätte da irgendwas fallen? Ja. Es fühlt sich so vom Feeling her, aber sehr Watch Dogs Assassin's Creed mäßig an. Da ist noch einer. Jo. Ja, dafür habe ich auch Punkte bekommen. Hey. Ich glaube, wir teilen uns ein bisschen was, wenn wir ein Einsatztrupp sind. Teilen wir uns? Bin mir nicht sicher. Erfahrungspunkte ja, weil wir sind ja gleichzeitig eben Level abgestiegen. Hier liegt ja wieder was. Guck mal, Rekrutenschoner. Nee, es ist dein Loot. Ich sehe nichts. Ach so, okay. Cool. Ja. Cool. Loot-Aufteilung. Gucken wir noch, sind bestimmt noch mehr, oder? Finden. Ja, ja. Todsicher. Oder auch nicht. Hier geht's wieder raus. Da hinten brennt es. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Drei Gegner nur? Es gibt ja so Kanister, ne? Die von Helikopter lassen sie immer Kanister abholen, so große. Die musst du dann erstmal da hinschleppen und so. Ah ne, du hast so einen Kanister hinten drauf. Ja, du hast so einen. Ich hab. Oh mein Gott, ich hab Loot? Ja. Ich hab Loot! Oh mein Gott, kill mich nicht, ich hab Loot! Ich hab Loot. Ja, warte, noch sehen die das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das sehen die, glaube ich, erst, wenn. Ja, wenn du das per Abholzone gibst. Hier ist eine Munitionskiste, glaube ich. Das also, ist das. Ich hab mir im Abholbereich, habe ich mir gerade markiert. Okay. Gehen wir noch schnell. Gehen wir noch einmal zur Abholzone dann. Wir sind schon bei 20 Minuten. Ja, und lassen uns dann über den Haufen schießen. Also, ich markiere gerade die Linien, die ich mir markiert habe. Das ja, ich sehe die Linie auch. Ich sehe die auch. Ah, okay, cool. Das ist nett, ja. Die ist wahrscheinlich dann fürs ganze Team. Na, ich drücke immer noch, wenn ich über irgendwo rüberspringen will, wegen anderen Spielen, Doppel A oder so, und dann mache ich halt eine Rolle. Ja. Bergung möglich. Und Peng. Okay. Okay, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Erhöhte Position. Also, hier geht's bedeutend ruhiger zu als bei der Gamescom Beta oder Alpha, weil da war es einfach so, wir haben nur eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit oder so. Ja, da will jemand was abholen lassen, schießt jemand auf, hast du alle abgeknallt. Alles, was kam, hast du abgeknallt, das war der Hammer. Kann mich aber nicht hinlegen oder ducken, ne? Das finde ich schade. Ja, schade, das ist schon. Gut, wenn ich einer von Entfernung snipe, bin ich hier ein gutes Ziel. Oh Gott, noch 50 Sekunden. Die Abholzone hab ich aber bei Sirius im Video gesehen. Der Fallschirm, der kommt mir bekannt vor. Die waren auch hier. Hm. 40. Wow. Fallschaden kriege ich. Aber wenn ich hier runterspringen würde, kriege ich Fallschaden. Das zeigt er mir sogar an. Vorsicht, nicht runter. Jetzt Fallschaden. Echt, das zeigt er mir an. Also es ist okay. ein rotes B, was dann angezeigt wird. 20 Sekunden. Oh, ich krieg gleich meinen Loot, ey. Deine da war was? In deine nordwestliche Schoner. Richtung. Schau mal. Ja, da ist einer. Chico Boy. Beginn Paketabholung. Der Heli ist da. Bergung anhängen. Yeah, Bergung zieht ab in x Minuten. Wehe, du killst mich, Chico Boy. Ich schieß über den Haufen. Du bist auch nur Level 5. Du bist auch nur Level 5. Halt dich zurück, Chico Boy. Da kommt noch mehr jetzt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja. Baron Fenrir. Komm, noch so eine Sekunde. Dann ist das Ding weg. Dein erster Loot! Bergung möglich! Okay. Wie hopp Loot! Ich hab eine RPK bekommen! Okay. Wie hopp Loot? Ich dachte, du hast da Schoner drin gehabt. Ja, ich hatte noch. Das waren zwei Sachen, ich hab jetzt nicht genau hingesehen. Ich hab nur gesehen RPK 74. Was ist denn da jetzt hin? Yay! Baron Fenrir ist rot.
komm. Leute, da kommt doch ein Baseballschläger hinter ihm. Der hat ihn umgehauen. Warum Fenrir? Okay, jetzt sind wir... Alter, jetzt sind wir Rogue. Also ich bin Rogue. Kann ich ihn jetzt looten? Warum kann ich ihn hier nicht looten? Da stand auch diejenige an Baron Fenrir getötet. Nein! Du hast ihn gekillt. Nein! Wer schießt auf mich? Ah, der nein! Oh, Granate! Boah! Alter, was hat der für Sachen? Wow! Heilung! Heilung raus! Oh oh. Granate! Nein! Gibt's Friendly Fire eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich hab gerade eine Granate nicht, aber bei ich hab dem in den Kopf geschossen. Ich hätte Casco fast gekillt, Mann. Du könntest mich. Kannst du mich aufheben? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch noch einen KI-Gegner, der ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin noch 80 Sekunden. Jo. Sie sind als Abtrünniger gestorben. Mad Skills hat mich gekillt. Warum kommen denn eigentlich immer so viele an jetzt, ey? Da steht noch ein anderer. Mad Skills schießt auf dich. Du kriegst ihn. Du kriegst ihn. Jetzt schießt ich noch von der. Da kam gerade so viel. Ah. Shit. Ah, das waren so viele. Shit. Was so jetzt? Viele. Zu viele. Ja, ich muss jetzt einen Neustart. Ich meine, nee, weil die hier noch bei meiner Leiche rumrennen. Ihr könnt mich nicht looten. Wie ihr T-Bag nicht. Ich würde mal sagen. Nicht. Aber naja. 01S-Checkpoint, oder? Dass wir da hingehen. Ja. Aber für die. Ich habe noch über 5, 6 Sekunden. Würde sagen, dass wir. Also, dass ich jetzt erstmal hier die Aufnahme erstmal beende. 27 Minuten. Wir wollten es kürzer machen, aber okay. Ja. Ich dachte, ich bringe am Ende noch mal ein bisschen Action rein. Genau. Wir haben einen abgeknallt, zu zweit auf einen. Das ging. Yeah, man. One. Ja. Zwei gegen einen. Ja. Im selben Level. So, also ich bin 0-1 gegangen. Werde jetzt hier erstmal auf S dich warten. S oder E? East. Ah, East, okay. DZ01 East, ja. So. Also, ich bedanke mich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Das war unser erster Ausflug in die Dark Zone, PvP-Zone. Ist interessant. Man muss erstmal nochmal schauen, wie man da am besten spielt, würde ich mal sagen. Der erste auf Ausflug war, ja, auf jeden Fall. War neu, auf jeden Fall, für uns. Und ich habe Bock auf mehr, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ist lustig, macht Spaß. Ja. Neues Entdecken, ja. Neues Spiel. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Macht's gut.